Hey Leute, ich bin's Phil und heute spiele ich mal wieder eine richtig krasse Parcours-Map. Und zwar kann man die Map gleich schon da vorne sehen, Leute. Es ist eine riesige Pyramide und schaut euch wirklich an, wie krass es hier gemacht worden ist. Also es ist echt schon heftig. Insgesamt 100 Level gibt es hier. Da oben haben wir sogar noch eine kleine Spirale, so wie das aussieht. Das ist auch eine andere Map von dem Ersteller. Kennen vielleicht auch die ein oder anderen, auch krass gebaut. Und ich würde sagen, ich kann gleich mal loslegen. Hier fliege ich ganz langsam runter. Und ich muss jetzt ernsthaft nach vorne schwimmen. Ich glaube mal schon. Jedenfalls 100 Level und das Ganze halt wirklich pyramidenförmig aufgebaut. Also da bin ich echt mal gespannt, was es alles für Level gibt. Aber auch schon mal zu Anfang, falls ihr mehr von sowas sehen wollt, lasst gerne mal einen Daumen nach oben da. Auch ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Würde mich freuen. Und jetzt fange ich gleich mal mit dem Parcours an. Und ich glaube mal, das ist mal wieder so eine ganz, ganz klassische Parcours-Map, die ich schon auch so in der Art lange nicht mehr gezockt habe. Und okay, mal schauen, wie viele Felder ich hier auch haben werde. Rechts steht auch das Level. Da könnte man am Anfang einstellen, ob man die Zeit oder das Level sieht. Also ein paar Einstellungen konnte man hier auch machen. Und die ersten Level sehen echt schon mal ganz nice aus. Und ich hoffe mal, dass ich jetzt nicht falsch bin. Aber ich glaube mal, nee, irgendwie nicht. Oh, okay, da gibt es auf jeden Fall Levitation. Da muss ich hier hoch. Also ein paar Effekte gibt es hier auf jeden Fall auch. Da muss ich rüberspringen. Man bekommt auch Fallschaden. Darauf muss man auch extrem aufpassen. Und wo muss ich jetzt genau langspringen? Ich glaube mal hier erstmal ins Wasser. Ich hätte es auch, glaube ich, so überlebt. Aber dann hier weiter und wiederum da lang. Hauptsache, die Level sind nicht irgendwie kompliziert aufgebaut. Da gibt es auf jeden Fall schon so einige Maps, die nicht so gut oder übersichtlich aufgebaut sind an Parcours-Maps. Hier ist einfach so ein Zauberraum, ein Zaubertischraum, aber geht's hier wirklich weit? Ach so, ich glaube mal, doch, sonst wäre das Holz hier nicht gebaut worden. Dann geht's in so einen Raum. Da stehen auch immerhin so ein paar Pfeile, wo ich lang muss. Also, ich bin auch echt mal gespannt. Ich bin ja auch... Oh mein Gott. Erst im zweiten Level. Krass, ich hätte jetzt gedacht, da irgendwie, ich weiß nicht, geradeaus ging's weiter. Aber die Wand ist einfach komplett kaputt gegangen. Und jetzt bin ich im dritten Level. Und ich weiß nicht, wie lange ich hier schon spiele. Aber auf jeden Fall wird die Map echt groß, Leute, kann ich euch jetzt schon sagen. Und das ist ein Slime. Ich hätte vielleicht gedacht, okay, da wird man jetzt wieder mit Levitation hoch geportet, aber nee, so musste ich das machen. Und jetzt vielleicht in den Brunnen. Ich glaube mal, da muss ich stark runterspringen. Ja, hier ins Wasser. Also es gibt doch nicht wirklich so einfache Sprünge. So klar, großteils natürlich schon, beziehungsweise normale Sprünge ohne Effekte. Aber ein paar sind auf jeden Fall auch so mit Command Blocks und so weiter gemacht. So, dann geht's hier lang. Und hier habe ich wieder, oh no, die Levitation. Und ich glaube mal, ich muss genau da hoch. Perfekt. Und dann hier wieder weiter. Ich darf jetzt halt bloß nicht sterben. So, perfekt auf den Slime. Und ich bin jetzt auch schon im vierten Level, stimmt. Dann hier rüber. Jetzt bin ich wiederum fast ganz oben. Ich glaube mal, gleich sollte auch das fünfte Level kommen. So, auf den Stein, dann da lang. Wiederum auf die verschiedenen Cobblestones. Also die Sprünge, oh mein Gott, ja, ein kleiner Troll. Also, dass man hier ja noch fehlt, aber dann auf diese Mauer und jetzt gleich dürfte ich mal. Okay, da hätte man reinfliegen können. Gleich bin ich im fünften Level. Ja, jetzt bloß nicht mehr runterfliegen, sonst kann ich alles wieder von vorne machen. Und da muss ich, glaube ich, mal in den Slime rein und durch das Portal durch. Und jetzt bin ich wieder in so einer Netherwelt. Ich glaube mal, aber das ist nicht die gleiche, so wie das hier aussieht. So ähnlich aufgebaut. Aber wie gesagt, die Sprünge, die sind echt nice gemacht. So, dann hier lang kann ich ein kleines bisschen was überspringen. Und jetzt dann auf diesen Turm hier springen. Jetzt wieder durchs Portal durch. Aber noch nicht im sechsten Level. Ich glaube, das kommt erst gleich, wenn ich hier durch bin. Ich schaue mir auch gleich mal natürlich auch an, wenn ich so ein paar Level durchgespielt habe, wie die Map so wirklich von oben nochmal aussieht, was ich bisher alles gemacht habe. Nein, und zum Glück bin ich nicht ganz runtergeflogen. Hier diesmal auf den roten Block, auf den blauen wieder. Und jetzt müsste ich ins nächste Level. Ja, die Anzeige hat sich gerade eben verändert. Und ich denke mal, ich habe schon direkt den Anfang gefunden. So hier lang. Dann diesmal, okay, auf ein anderes Haus. Oh nee, die Sprünge sind echt gemein. Da weiß man nie gescheit, wie man abspringen soll, ohne dass man jetzt Fallschaden bekommt. Aber ich habe es zum Glück geschafft. Dann, glaube ich mal, muss ich da noch rüber. So, sonst könnte ich nicht den Slime Boost mitnehmen. Und dann wirklich jetzt auf den Slime. Okay, am besten davon abspringen. Ich glaube mal, ja, so müsste das easy gehen.
Und jetzt bin ich im 7. Level. Oh mein Gott, Leute. Okay, da kommen einfach fahrende Minecarts. Was? Wie krass ist das gemacht? So langsam gibt es hier echt ein bisschen Action. Jetzt muss ich irgendwie dadurch. Kann das sein? Ich denke mal schon. Das ist echt eine gute Idee, Leute. Dann hier. Oh nein, hier vielleicht lang. Das gleiche jetzt gleich nochmal. So, war das wirklich richtig? Und warum habe ich den Sprung hier gerade nicht geschafft? Oh nein, das sind halt echt miese Sprünge. So, da kann man immer hin und wieder ein bisschen Schaden bekommen, wie man jetzt gerade gesehen hat. Aber ich habe es jetzt zum Glück geschafft beim zweiten Versuch. Und jetzt geht's gleich wieder vielleicht ein anderes Level. Krass, jetzt muss ich das nochmal machen. Man darf halt natürlich kein einziges Mal die berühren. Und das hätte ich jetzt echt nicht gedacht, dass da noch so ein TNT-Minecart kommt. Hier komme ich wieder raus. Und wo soll ich jetzt diesmal lang springen, ist die Frage. So, ich warte wieder auf das nächste. Und dann gerade so hier rüber springen. Okay, das reicht auf jeden Fall easy. Aber Leute, das ist krass gemacht. Und ich hoffe mal, dass ich jetzt keinen Fehler gemacht habe. Hier geht es nämlich nicht weiter. Ach so, da ist ein Knopf. Wo bringt mich da jetzt hin? Ah, okay, da geht's durch. Muss man natürlich auch erstmal rausfinden. Dann geht's in so einen Raum. Und dieser führt mich wieder nach oben. Natürlich auf Blöcke. Da geht's weiter. Und ich glaube mal auch gleich ins 9. Level. Ja, die Zahl wird wieder verändert. Auf die Liane. Und ich habe halt noch nicht mal 10% von der Map jetzt geschafft. Gleich erst. Ich muss hier runterspringen. Und ich weiß nicht, wie lange ich schon dabei bin. Ich hätte natürlich auch die Zeit statt den Leveln einstellen können. Aber ich glaube, wenn man so die verschiedenen Level sieht, ist es auf jeden Fall auch ganz interessant zu wissen, wo man genau ist, wie lange es noch dauert bis zum Ende. Und ich glaube mal, das reicht schon, der Boost. Ja, der reicht auf jeden Fall easy. Dann muss ich hier auf den Half-Step und wieder weiter. Und jedes Level, also ich will nicht wissen, wie lange das gedauert hat, die Map hier zu machen. Jedes Level ist halt komplett anders aufgebaut. Auch schon in der neuesten Version 1.13. So, hier geht's lang und ich glaube mal, komm, ach so, nee, ich muss da runter. Ich war fast wieder da drauf gesprungen. Und es geht halt doch echt schnell, wie man irgendwie nach unten oder oben schwimmen kann. Wie man jetzt sieht. Und es ist sogar, okay, ich muss einfach unter Wasser irgendwo lang schwimmen. Soll er dann hier runter? Oder auch nach oben? Also ich habe natürlich noch genug Luft. Und wo muss ich jetzt lang springen? Ich habe es gesehen. Und zwar so nach da. Perfekt, in ein Eisbiom. Und jetzt bin ich schon im 11. Level. Okay, die letzten zwei Level gingen irgendwie relativ schnell vorbei. So, auf den Slime. Aber ich habe wenig Fails dafür noch. Also finde ich jetzt mal. Und ich glaube mal, dass ich jetzt auch wiederum den Slime benutzen muss, um hier lang zu gehen. Und da muss ich wiederum das Eis benutzen, um weiterzukommen. Also die Sprünge machen halt auch echt Bock. Ist keine 0815 Map, sondern der Ersteller hat sich hier echt was einfallen lassen. Also Respekt dafür. Und dann geht's hier wieder weiter. Die Redstone-Lampe auf, okay, den Block. Mal schauen, wann ich jetzt gleich wieder aus dem Schneebiom draußen bin. Ich will jetzt nicht alles nochmal von vorne machen. Aber ich glaube mal, gleich bin ich auch wieder im 12. Level. Hier durch. Dann wiederum auf den Block. Das sieht so langsam irgendwie kompliziert aus. Und dann glaube ich mal hier drauf. Da kommt auch wieder ein Slime. Und zu dem Slime muss ich jetzt gleich mal hinspringen. Genau, um den hier benutzen zu können. Aber Moment, wo geht's jetzt hier weiter? Ich habe es herausgefunden. Ich springe jetzt nochmal zurück. Das ist halt, ja gut, man muss auf alles ganz genau achten. Das sieht man auch nicht mal so wirklich. Und zwar einfach hier hochspringen. Und dann kann ich auch gleich ins nächste Level. Und zwar jetzt ins 12. Krass, okay. Und jetzt bin ich in so einem Wüstenlevel. So, die Truhe ist sogar verschlossen. Und hier geht es dann auch direkt weiter. Aber wo? Jetzt muss man erstmal wieder suchen. Wo lang? Geht's hier vielleicht lang? Oh nein, und jetzt bin ich sogar... Man stirbt, wenn man aus der Map fliegt. Moment, von dem Slime hier rüber. Und dann darunter. Wenn das jetzt richtig ist. Ich glaube mal, das war richtig. Aber das war irgendwie tricky. So, daran habe ich jetzt gar nicht gedacht am Anfang. Und somit kann ich hoch. Vielleicht habe ich auch was übersprungen, aber ich glaube mal eher weniger. Jetzt muss ich nochmal von hier auf den Slime. Den kann man eigentlich nicht verfehlen. Dann in das Haus rein. Und dann geht es hier, glaube ich, wiederum ins nächste Level. Krass, okay, in Mesa-Biom. Vielleicht hätte der Ersteller natürlich auch noch so ein paar andere Effekte einfügen können. Das wäre halt auch ganz nice, zum Beispiel, wie halt einfach mehr der Boden unter einem zerbricht, wie er vorhin gemacht hat. Oder dass er einfach den Blöcken so verschiedene Effekte gibt. Aber ich glaube mal, so ist es auf jeden Fall auch schon krass gemacht, wirklich. Und ich will nicht wissen, was da am Ende kommt. Also ich bin jetzt ja erst beim 13. Level. So, und hier geht's weiter. Ach so, hier lang. Okay, quasi auf die Zäune. Alle Truhen sind noch verschlossen. Und hier geht's immer weiter. Oh, krass. Okay, jetzt muss ich da runterspringen.
Und ich glaube mal, das war es schon fast zu diesem Level. Das waren zwei coole Sprünge. So, hier wiederum hoch. Aber das ist immer noch das 14. Dann den... Nein! Okay, aber ich kann hier nochmal neu anfangen. Dann den Slime benutzen. So, bitte auch diesmal richtig. Nochmal weiter nach oben. Hier darf ich halt echt bloß nicht mehr failen. Aber ich hatte echt noch Glück, was es momentan angeht. Und dann hier bloß jetzt nicht in die Lava fallen. Das ganze Level nochmal von vorne machen. Das ist echt ein ziemlich langes Level. Das wäre echt bitter. Aber ich glaube mal gleich müsste ich es doch geschafft haben. So, das mache ich, oh mein Gott, zum Glück am Stück. So, hier wieder Levitation nehmen. Und jetzt bin ich fast ganz oben. Springe mal vorsichtshalber auf diesen Block. Okay, das war echt ein cooles Level, aber es ist immer noch nicht zu Ende. Hier wieder weiter auf den Slime. Leute, wann ist das Level endlich zu Ende? Stellt euch mal vor, ich würde hier nochmal komplett sterben, statt wirklich zu, oder ganz einfach zu failen. Aber ja, jetzt bin ich im 15. Level. Dann müsste ich alles wieder von vorne machen. Ich glaube, das wollte ich nicht machen. Und von dem Baum dann ganz easy auf den Slime-Block durch eine Höhle, die dann hier runterführt. Und ab ins 16. Level. Das ist echt schon das 16. jetzt. Und zwar genau von hier oben auf diesen Block. Oh Gott, bloß jetzt nicht ins Wasser fliegen. Und ich glaube mal, ich bin aber richtig. So, hier geht's runter. Und wiederum ins 17. Level. Ich bin jetzt schon im 17. Level, also habe schon relativ viele Level jetzt eigentlich gemacht und bin gut vorangekommen. Also ich zocke das jetzt quasi schon seit 16 Minuten. Aber ich bin jetzt an dieser Stelle mal in den Game Mode 1 gegangen und zeige euch noch, was alles so kommen würde. Das ist ultra heftig wirklich, wie die Map aufgebaut ist. Krass. Da oben kommt sogar noch so eine kleine Spirale. Das alles wird noch kommen und jedes Level ist so detailliert aufgebaut. Also sowas habe ich echt selten in Minecraft bisher gesehen. Krass, wirklich. Und ich frage mich jetzt, was am Ende kommt. Also das probiere ich auch nochmal aus. Hier müsste man wirklich die komplette Spirale nach oben springen. Krass. Und dann ist hier oben irgendwann das Ziel. Also okay, da oben geht's weiter. Da ist eine Elytra. Und ich kann jetzt nochmal in den Game Mode 2 gehen. Also... Hier ist eine, hier equipped Elytra. Feuerwerksrakete habe ich sogar mit dabei, dass ich länger fliegen kann. Und da steht sogar, dass ich den Parcours beendet habe in 16 Minuten. Gut, natürlich habe ich den nicht in 16 Minuten beendet. Und hier sieht man Level 100. Also das ist wirklich das Level 100. Krass. Und somit könnte ich mit der Pyramide, so am besten jetzt Feuerwerke dazu benutzen, das hier nochmal alles abfliegen, was man hier so gespielt hat. Oder was man auch nicht gespielt hat und sich das Ganze hier halt anschaut. Aber krass, Leute, da stehen auch nochmal alle, die an der Map mitgewirkt haben. Gut, auch ein paar mehr Leute, sonst würde es, glaube ich, echt alleine Jahre gehen. Aber Respekt auf jeden Fall an die Macher hier von dieser Map. Falls ihr die auch gerne mal spielen wollt, alles dazu ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Lasst gerne mal einen Daumen nach oben da, auch ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt, falls ihr mehr von Parcours-Maps sehen wollt. Und ansonsten könnt ihr auch noch gerne alle anderen Links in der Videobeschreibung auschecken. Wie Instagram, Snapchat könnt ihr mir gerne mal folgen. Und ansonsten sehen wir uns morgen wieder im neuen Video. Haut rein und ciao!